Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Valorant. Nach einer Weile der Beta, wo ich auch ein bisschen Pause jetzt hatte, geht es weiter mit der Vollversion sozusagen. Es ist bei mir jetzt ziemlich spät, ich muss ja schnell noch eine Folge aufnehmen. Das sind die Missionen, das sind die Modi, die hier dazukommen. Ich werde heute noch ein bisschen reingucken. Spielen für kostenlose Agenten. Okay. Plattformstatus. Okay, da gibt es irgendwas, was gerade deaktiviert wird. An Kaufdingern. Ungewertet. Standard Valorant Gameplay. Die Teams wechseln sich bei Angriff und Verteidigung ab. Das erste Team mit 13 Siegen gewinnt. Und es gibt jetzt neues Spike an Sturm. Da werde ich gleich auch mal ein bisschen reingucken noch. Kürzere Valorant-Spiele mit niedrigen Einsätzen. Dieselben Regeln wie im ungewerteten Modus, aber mit zusätzlichen Verstärkungskugeln und zufälligen Waffen. Das erste Team mit 4 Siegen gewinnt. Ich hatte hier so ein paar technische Probleme im Vorfeld. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt aber alles, weil ich musste das nochmal neu installieren. So, das heißt, hier dürfte jetzt gerade nichts gehen. Ich das richtig gelesen kann. Also die Level 2 bis 4 können hiervon gerade nicht gekauft werden. Also man kann es schon kaufen. Das sollte nicht das Problem sein. Gut. Hier kann man kurz nochmal reingucken. Sammlung. Wie wir ja wissen, habe ich hier auch die Beta-Dinger. Hier gibt es natürlich auch noch andere, die man jetzt freischalten kann. Natürlich auch mit der Reyna, der neuen Agentin. Da werde ich gleich auch nochmal reingucken. Oh. Nett. Suche nach Gruppe. Puh. Das Ding kann ich übrigens auch auswählen. Das ist für Beta-Zuschauer. Hier irgendwelche. Das natürlich. So können wir es ja mal machen. Bei der Sammlung, was ich nicht haben dürfte, das können wir ja auch gleich sehen, ist bei den Talismanen den Beta-Talisman. Weil ich habe den ja nicht geschafft. Da. Gesperrt. Passiert. Kann man halt nicht ändern. Die haben hier übrigens nochmal was geändert. Hier ist nochmal so ein leuchtender Ring drumrum. Aber das gibt es zum Beispiel auch noch zum Freischalten jetzt wieder neu. Gut. Habe ich überhaupt irgendwelche Talismane dadurch? Irgendwie ja. Ich nicht. Nee. Gut. Muss ich halt alles freispielen. Gut, macht ja nichts. Kann ja passieren. Zündung 1, hier haben wir das. Was man jetzt so freispielen kann. Hier gibt es halt auch Dinge mit Premium. Das heißt, man kann den Battle Pass verbessern und kriegt noch zusätzliche Dinge. Wenn man den Premium Battle Pass hat. Darum werde ich mich aber wahrscheinlich nicht kümmern. Also aktuell nicht, vielleicht später. Ich spiele jetzt eine Runde Spike-Ansturm. Werde erstmal noch nicht den neuen Agenten nehmen. Das werde ich mir beim nächsten Mal dann angucken mit. Oder machen wir es jetzt? Ach komm. Wenn wir schon dabei sind. Oh. The Range. Trainingslager. Ja, es gibt hier so ein paar neue Animation, damit alles ein bisschen schöner aussieht. Agent wählen. Okay. Und zwar nicht Sova, sondern wir nehmen natürlich Vayner. So, was haben wir denn hier so für Fähigkeiten?
starren, rüste ein ätherisches, zerstörbares Auge aus. Aktivieren, um das Auge eine kurze Strecke nach vorne zu werfen. Das Auge schränkt die Sicht von Gegnern, die es ansehen, ein. Achso, das ist wie so ein Flash. Stehle die Sicht. Und das hier irgendwie. Stehle die Sicht. So richtig testen kann man es halt auch nicht, ne? Nehme ihm die Sicht. Nehme ihm die Sicht. Naja, es ist halt irgendwas. So, dann haben wir irgendwie diese Dinger, die so verbunden sind. Keine Ahnung warum. Verzehren. Seelenernte. Von Rayner getötete Gegner hinterlassen Seelenkugeln, die 3 Sekunden bestehen bleiben. Okay. Ist irgendwie auf 4? Naja. Vielleicht muss es deshalb so lang angezeigt werden. Weil das ja irgendwie gratis. Verzehren. Verzehre sofort eine nahe Seelenkugel, was für kurze Zeit schnell heilt. Steige die durch diese Fähigkeit erhaltene Gesundheit über 0. Verfällt diese... Steigt die durch diese Fähigkeit erhaltene Gesundheit über 100. So rum. Verfällt diese langsam. Wenn Kaiserin aktiv ist... Was ist denn Kaiserin? Wird die Fähigkeit automatisch gewirkt und verbraucht die Seelenkugel nicht. Keine Seelenkugel verfügbar. Na gut, ich kann es jetzt nicht testen, weil ich hier keinen habe. Das ist in Zusammenhang mit irgendwas. Das X, weil ich das auch nicht einsetzen kann. Das müsste dann eliminieren sein. Seelenernte von Rayner getötete Gegner hinterlassen Seelenkugeln. Ja, das ist ja klar, das haben wir ja hier. Die 3 Sekunden bestehen bleiben. Eliminieren. Verzehrt sofort eine nahe Seelenkugel und verleiht für kurze Zeit Unberührbarkeit. Wenn Kaiserin aktiv ist, wird zudem Unsichtbarkeit verliehen. Das. Gut, und was macht V? Ach, das macht denn irgendwas. Okay. Was ist denn Kaiserin im Prinzip? Okay. Okay. Ist schwierig nachzuvollziehen, so. Ich glaube, das wird in-game eher so ein bisschen klarer. Match verlassen. Wir spielen eine Runde Spike-Ansturm. Match gefunden. Ich werde aber erstmal mit Phoenix spielen. Und wir spielen die neue Map. Die haben wir uns ja auch noch nicht angeguckt. Lehn dich zurück. Ich hab das im Griff. Ja, hier haben wir halt auch alles ein bisschen neu. Mit Animation. Hier sieht man übrigens auch nochmal die Kugeln, die es denn gibt. Und Fähigkeit. Gesundheitsregeneration, Schadensboost, goldene Waffe und Paranoia, weil man ja zufällige Waffen kriegt. Ja, gut. So ist das halt, ne? Hier muss man eh nicht viel reden. Jeder hat am Anfang einen Spike. Man muss halt blenden.
Classic. Wir fangen mit einer Classic an. Ich blicke auf dem Ding hier natürlich noch nicht durch, weil ich die noch nicht gespielt habe. Okay. Ich weiß, dass es hier eine Tür gibt, die man zerschießen und runter machen, fahren kann. Die Barriere hat nicht viel gebracht, weil wir Angreifer sind. Hat der das Spiel überhaupt schon mal gespielt? Ich habe übrigens auch das Gefühl, dass das Spiel viel zu laut ist. Noch 30 Sekunden. Letzter lebender Spieler. Hä? Bulldog. Das hier. Brimstone, ich bin Feuer, du Zunder. Los geht's. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Gegner steckt. Bereit fürs Höllenfeuer? Okay, Spike ist irgendwie platziert. Bei mir hat er irgendwie nichts gemacht. Ausgeschaltet. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Spieler. Ein Gegner übrig. Alter, tot. Das hätte ich doppelt so gut hinbekommen. Letzte Runde vor dem Wechsel. Eine Guardian. Wow. Lucky Noob, alles klar. Immer diese Unterhaltung. Letzter lebender Spieler. Das hat's ja gebracht. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Ja, hier geht's natürlich schnell mit den Ults. Geht in Deckung. Läuft. Fancy. Ich muss selber hier mal klarkommen. Jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite.
Sehe trotzdem noch was. Spike platziert. Ja gut. Letzter lebender Spieler. Makellos. Hä? Warum wechselst du die ganze Zeit noch auf dein komisches Messer? Matchpunkt. Sie haben also einen Cypher. Spectre. Vorsichtig! Zuerst mal hier wieder überhaupt. Wow. Zu lernen, wie man hier mit umgeht. Spike platziert. Letzter lebender Spieler. Cypher beseitigt. Angreifer gewinnen. Wow. Wow, wow, wow. Sei ja so richtig gut. Tausend. Warum gibt es hier nur 1000? Naja, gut. Immerhin. Auch wenn dann nicht viel passiert ist. Radianitpunkte. Hier gibt es ein Banner Eskind. Suche nach Gruppe. Teamspieler. Explorgi. Kiste. Da ist die Münze. Classic. Käse. So ein Käse. Tag 1. Das hier ist, ja. Kennt man auch aus CSGO, da gibt es genau so ein Ding. Graffiti-Salzstreuer. Ja. Yeah. Banner, okay. Fieser Schuss. Spektr. Muss ja immer mal gucken, was wir hier so haben, ne? Eine Pizza. Einsamer Wolf. Granitkiste. Ein Toaster. Ja gut, ist eine Menge. Weiter geht's. Im Spike-Ansturm. Eine Runde schaffen wir ja wohl noch. Match gefunden. Ist auch immer ganz gut, da die Maps so ein bisschen nochmal kennenzulernen, falls man ihn nicht kennt. Good Haven kennen wir natürlich schon. Bring mich zurück. Ich hab das im Griff.
Rainer muss man übrigens auch erst freispielen. Ist einer einfach nur 228. Bisschen verwirrend hier, wenn manche Banner haben, das nicht zu den Spieler passen. Aber geht halt auch nicht immer. Okay. Fancy. Unterwegs. Lol. Muss echt mal wieder klarkommen hier. Ja, merkt, ich habe eine Weile halt einfach kein Valorant mehr gespielt. Das waren halt alles Aufnahmen, die noch aus der Beta waren in der letzten Zeit. Ne, aus den Streams. Beziehungsweise halt die Aufnahme, die ich ja noch danach hatte mit dem letzten Match. Ein Gegner übrig. Okay, mach mal Pause, Leute. Okay. Irgendwie haben wir es gewonnen. Lade nach. Unterwegs. Treibt's mal. Fähigkeiten ist aber auch so ein Schimmer und so ein bisschen. Das war doch vorher alles nicht so. Kein Entkommen! Letzter lebender Spieler. Die Jagd beginnt. Die Jagd beginnt. Weit platziert. Ja. Letzte Runde in Pogas. Ich glaube, schnell einfach auf B gehen, platzieren und abhauen. Wendet das Blatt zu unseren Gunsten. Schade. Ladung raus. Gegner gesichtet. Weit platziert. Gegner gesichtet. Oh, dieses Gefühl. Beheilt, okay. Gegner gesichtet. Ein Gegner übrig. Seitenwechsel. Haltet sie nun dort.
Ich will mal irgendwie kaufen. Aber ich kann ja gar nichts kaufen. Sheriff. Zerquetsch ihr erleuchtetes Herz. Erleuchtetes Herz? Von der Rainer. Gegner gesichtet. Ein Gegner ist. Alles gut. Alles gut. Matchpunkt. Ihre Köpfe stecken in der. Oder gar keine Waffe aufnehmen. Wechselt sich ja eh wieder. Jetzt in dem Falle zu Judge. Wir können ja nicht alle am gleichen Spawn sitzen. Spot sitzen. Platziert. Gegner übrig. Okay. Wir gewinnen diesen Kampf und diesen Krieg. Los geht's. Odin. Kannst das auch? Spike platziert. Nicht wieder aufstehen. Ein Gegner übrig. Verteidiger gewinnen. Mann, ich war gerade verantwortlich. Und schon war es wieder vorbei, ich weiß. Manchmal geht's schnell. Was willst du machen? Da kannst du nicht viel machen. Banner, V-Protokoll. Mal wieder. Auswählen. Ja, gut. Aber das war's auch erstmal wieder. Für heute beim nächsten Mal. Werden wir natürlich wieder auf ganz normalen Matches unterwegs sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da.
Was ist das denn hier? Neuer Rekrut. Ah ja. Bis dahin und ciao, ciao.